Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Banished. Wo waren wir beim letzten Mal stehen geblieben? Genau, wir haben das Feld hier angelegt, weil wir Nomaden bekommen haben. Und die natürlich auch Hunger haben. Und unser Siedlungsbau haben wir vorangeschritten. Und schon die nächste Siedlung geplant hier. Kirche wird auch langsam fertig. Ist bald keine Ruine mehr. Gut. Der Brunnen ist fertig. Jetzt bauen die hier an dem Häusle weiter. Beide, genau. Und dann können sie sich schon wieder an die nächsten Häuser bauen, machen. Weil wir haben 46 Familien inzwischen durch die Nomaden und nur 38 Häuser. Also müssen wir noch ein bisschen in den Hausbau investieren. Aber es sieht auch gerade nicht so aus, als ob wir einen Mangel an Stein und Holz hätten. Da ist das Häuschen auch schon fertig. Der hat hier schon wieder ordentlich Bäume gepflanzt. Nein. Die man jetzt wieder ganz gewissenhaft abholzt. Also vor allem jetzt die Farmer, dann im Winter werden die dann abholzen. Im Sommer, beziehungsweise hier fangen sie schon an zu ernten. Hier noch nicht, hier ist noch nicht voll genug. Hier auch noch nicht. Hier auch noch nicht. Und haben wir hier schon ein bisschen was angepflanzt? Sieht nicht so aus. Dann wird das wohl erst im nächsten Jahr was. Und es werden ein paar Kinder geboren. Sehr schön. Das bringt nämlich auch der Häuserbau mit sich, dass viele Kinder geboren werden. Und weiter hier lustig Häusle bauen. Dann passt da doch sehr gut wieder ein Brunnen hin. Dann entfernen wir wieder die Straße. Die wir eben erst nun geplant haben, noch nicht gebaut hatten. Und das nächste Haus ist fertig und die können sich ans nächste Haus machen. Und ich gebe schon wieder ein Haus frei, was sie mit Sachen beliefern können. Und wie ich sehe, ist die Kirche inzwischen fertig geworden. Dann nehmen wir mal einen Minenarbeiter weg und stellen einen ein. Hier haben wir jetzt, seht ihr, Minenarbeiter, geht hier aus der Mine raus und wird jetzt unsere Bewohner mit dem göttlichen Segen versorgen. Boah. Ganz viele Kinder geboren. Einer wurde Student, aber 1, 2, 3, 4, 5 Kinder im späten Sommer des Jahres 16 nach unserer Ankunft und Neuerrichtung von Ducktowns. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hier werden Ressourcen hingebracht. Moment. Ein Outbreak. Was ist das denn? Das hatte ich ja noch nie. Scarlet Forever.
Was ist das denn? Kann man da hinspringen? Ausbruch. Ach, das ist eine Seuche, glaube ich. Ja. Oh, eine Seuche haben wir in unserem Dorf. Haben wahrscheinlich hier die Flüchtlinge, die Nomaden, mit eingeschleppt hier. Nein, natürlich vermute ich das nicht. Aber es könnte möglich sein, dass das jetzt implementiert ist, wenn man hier Nomaden aufnimmt, dass die dann auch Krankheit mitbringen. Was ja nicht so schön ist. Aber wir haben ja zum Glück ein Krankenhaus. Oh, die ist krank. Visit the Doctor, ja. Oh, hoffentlich steckt die nicht dabei so viele noch andere Leute an. Die hier quer durchs Dorf läuft zum Doktor. Ich weiß nicht, wie das hier sich mit solchen verhält. Das hatte ich noch nicht. Wie gesagt, obwohl ich das Spiel ja natürlich auch schon ein bisschen gespielt habe. Okay, die ist jetzt beim Onkel Doktor. Es ist schon wieder jemand gestorben. Und wie viele Gräber haben wir jetzt schon? 21. Gräber haben wir hier. Ich glaube, das hier war unser erstes Grab. Da sind hier schon wieder so viele dazugekommen. Aber ein bisschen Platz haben wir hier noch auf unserem Friedhof. Den habe ich ja extra groß gebaut, damit da auch viele drauf passen. Kriege ich hier Straße hin? Einmal rund um Friedhof. Eine schicke, schicke Straße. Und hier wird abgeerntet. Die Felder sowieso. Das haben wir ja eben schon mal gesehen. Gut. Zum Brunnen bringen sie ja auch schon Sachen. Jetzt müssen wir mal Auge behalten. Steine sind nicht mehr ganz so viele da. Und wir haben schon zwei Kranke. Okay, die Seuche breitet sich wohl aus. Das ist nicht gut. Aber jetzt haben wir nur noch einen Kranken. Wo sind denn die Bauarbeiter am Arbeiten? Ach, hier hinten! Ja, stimmt, das hatte ich total vergessen. Aber die sollen lieber Häuser bauen. Weil wir haben 41 Häuser und 48 Familien. Das läuft ja. Sehr schön. Hier sind sie fleißig am Abholzen schon wieder. Weil die ersten Farmer eh noch nicht. Wir haben doch noch nicht frei. Okay. Aber es wird langsam Winter. Und schon 5 Kranke. Geht mal zum Arzt. Fünf Patienten. Gut, dass wir den Arzt schon gebaut haben.
aber den jetzt erst bauen müssten, würde sich die Seuche wahrscheinlich noch schneller ausbreiten. Sollen die hier nämlich auch gleich Pilze und so einsammeln. Und der Förster kann da weiter aufforsten wieder. Dann kriegen wir auch wieder richtig viel Holz. 4 Kranke nur noch. Der Arzt ist gut. Der behandelt die hier richtig schnell. Feld, da hat man ja nichts mehr drauf anpflanzen können dieses Jahr. Da ist nichts mehr, da ist nichts mehr. Hier ist noch ein bisschen was, was jetzt leider nach und nach ja verdirbt auf dem Feld. Schade. Schade, schade, schade. Aber wir haben 7000 Nahrung eingelagert. Das passt. Was nehmen wir denn mal? Ach ja, die Minen sollen mal weiter. Wir haben immer noch 4 Kranke hier. Hier arbeitet sogar noch einer. Geht zum Arzt. Oh, jetzt langsam breitet sich hier die Seuche doch rasanter aus. Geht zum Arzt. Dicht nach Hause noch. Oh, Kind. Im Alter von 8 ist auch betroffen. Du sollst zum Arzt gehen. Macht sie jetzt auch. Sehr schön. Nur noch 6 Patienten. Unser Arzt kämpft gegen die Seuche, aber scheint sich trotzdem weiter auszubreiten. Du sollst auch zum Arzt gehen und wir haben nur 5 Patienten. Geht zum Arzt. Wieso betrifft das so viele Kinder? Ja. Die Kinderkrankheiten anscheinend. Ja, da ist, haben wir den Brunnen. Der wird auch jetzt gebaut. Frisst da das Reh die Samen weg? Also wirklich. Gut, wir haben ja jetzt noch nichts eingepflanzt. Und wie ihr hier seht, unsere Grube wird tiefer. Immer tiefer. Die Mine, das sieht man nicht, dass die weniger wird. Außer man klickt drauf. Und hier werden Bäume gefällt und alles Mögliche eingesammelt. Wir haben der Forster. Der Förster hier alles wieder aufforstet. Hier steht schon wieder ein Baum. Da auch. Ja, das ist doch gut. Unsere Vorräte werden aufgefüllt und nur noch 2 Patienten, 2 Kranke in unserem Dorf. Ach, das sind richtig gute Ärzte, noch einer. Vielleicht ist die Krise ja bald überstanden. Hoffentlich ist die Krise bald überstanden. Der Brunnen wird gebaut. Und dann können sie weiter hier sich an dem Häuserbau
verdienen. Fünfzehn Familien, 42 Häuser, das ist ganz gut. Der Wert ist nicht ganz so gut. 48 Leute haben nur Kleidung. Okay. Du sollst zum Arzt gehen. Und dadurch, dass wir Nomaden bekommen haben, ist auch unser Prozentzahl bei den ausgebildeten Personen runtergegangen. Was soll ich denn da? Das habe ich. Und hier ist auch einer am Arbeiten. Und die Hühner produzieren weiter Eier. Oh, wir haben 172 Eier eingelagert. Ganz schön ordentlich. Ich denke, das ist noch mehr, wenn hier auf dem Marktplatz ja auch noch was ist. Was es zurzeit nicht ist. Wir sind, oh, ich hätte noch nie so viele Eier hier gesehen, die eingelagert waren. Weil die sonst meistens immer sofort gegessen wurden und nicht lange im Lager liegen geblieben sind. Unser schöner Friedhof. Tisch spielt ein Kind auf dem Friedhof mit seinen 2 Jahren. Schön. Die Seuche ist immer noch nicht behoben, aber es geht. Der Doktor ist da fleißig bei. Auch hier werden die ganzen Bäume gefällt und der Förster macht auch gute Arbeit und forstet hier schon wieder auf. Wunderbar. So sollte das sein. Also diesen Trick mit dem Förster, den Förster nur pflanzen zu lassen und nicht Bäume auch noch umzuhauen, den habe ich bei jemand anders abgeguckt. Den kennt ihr wahrscheinlich auch aus meinen anderen Let's Plays. Das ist der Greg. Bei diesem Let's Play Together, mit dem spiele ich öfters zusammen, bei dem habe ich mir das abgeguckt, dass das geht und auch richtig effektiv ist. Das kann ich natürlich nicht die ganze Zeit mit allen Förster reinmachen. Weil man kann sich da ja auch nicht die ganze Zeit drauf gucken. Oh, es sind jetzt schon genug Bäume da, die man jetzt wieder abholzen kann. Aber mit so einem kann man das mal ab und zu mal hinschauen. Und dann kann man die ganzen Bäume wieder von Hand auswählen, dass sie jetzt abgeholzt werden sollen. Und dann machen die Farmer das im Winter und holzen die ganzen Bäume ab. Richtig effektiv. Wie ihr seht, es füllt sich auch richtig stark an. Also ein richtig guter Trick, wenn man da mal immer mal wieder die Vorräte auffüllen möchte. Ja, und mit diesen Worten verabschiede ich mich schon wieder aus dieser Folge. Es ist mal wieder soweit. Also, macht's gut, bis dann und tschüss.